Hallo Mitspieler, mein Name ist Joshua und ich spiele mit euch Go auf dem Kisedo Go Server. Mein Gegner hat den Rang eines 14. Kyo und ich spiele hier ebenfalls als 14. Kyo. Schauen wir mal, wie es läuft. Ich gehe zuerst in die Ecken. Hoshi und Kumoku. Mein Gegner macht das ebenso, allerdings spielt er den Kumoko hier tief. Ihr könntet den ja auch seitlich spielen. Das gibt mir die Möglichkeit, von meiner Seite aus ranzugehen. Schon mal ganz gut für mich. Wie reagiert jetzt Weiß? Er könnte anlegen mit diesem Zuge hier auf C5. Ich würde Hani spielen, er würde zurückziehen. Daher hat ja auch dieses Joseki dann seinen Namen, Tsukehiki, also anlegen und zurückziehen. Das wäre eine Möglichkeit. Er könnte aber auch, genau, Kamer spielen. Dann lege ich an mit Tsuke. Weiß spielt Hane. Schwarz spielt Nobi. Weiß schützt. Das wären jetzt Abläufe, die möglich sind. Und dabei würde es dann darauf hinauslaufen, dass Weiß sich den rechten Teil der Ecke nimmt und Schwarz nimmt sich den linken. Genau. Und Weiß hat auch die Möglichkeit, hier runter zu gehen. In jedem Fall dehnt sich Schwarz danach hier aus und ich bin nicht ganz sicher. Dai Dai Gema ist das, glaube ich. Also das wäre ein Kamer bis hierher. Bis dort wäre es ein O-Gamer. Und der ganz große Kamer ist der Dai Dai Gema. Ich weiß nicht, ob der richtig ist. Ich glaube, der ist okay hier. Ja, und Weiß kann sich jetzt hier ausdehnen. Und Schwarz ist am Zug. Das will aber Weiß nicht. Okay, ich gehe mit Kamer raus. Damit habe ich eine schöne Verbindung. Ebenfalls wieder Dai Dai Gema Verbindung zu diesem Stein hier. Und außerdem gibt es, wenn Schwarz jetzt hier, also Weiß hier nicht reagiert, für Schwarz die Möglichkeit, eine Zange zu spielen. Ich glaube, hier wird Weiß nicht weglassen. Das wäre merkwürdig. Er geht direkt ran mit dem Zuge, okay. Hane, Nobi wäre jetzt das Joseki. Ja. Dann Nobi, um diesen Stein zu schützen. Ach, das ist ja sogar noch weiter als ein Dai Dai Gema. Dai Dai Gema wäre bis hier. Und das wäre jetzt auch der korrekte Zug. Aber da der da schon steht, spiele ich dann mal Niken Biraki. Ja, Dai Dai Gema ist über 3 Punkte. O-Gema über 2 Punkte. Und Kamer über 1 Punkt. Ja, eine schöne Struktur hier. Und jetzt dehnt sich Weiß aus. Okay. Ein bisschen weit. Denn das hier ist ja definitiv ein Schwachpunkt. Wir werden mal schauen, ob sich Weiß noch bemüht, hier diesen G17-Punkt zu schützen.
Denn ansonsten wäre das eine Einstiegsvariante für Schwarz. Ansonsten große Züge, Kemagakari von hier, Kemagakari von dort. Und naja, diese Gruppe hier ist noch, also ist nicht leicht angreifbar, aber so richtig gesettelt ist die noch nicht. Also ein Zug hier von Schwarz bewirkt eben, dass die Gruppe hier hinten nicht Leben bauen kann. Also, ja. Okay, also das hier hat Priorität, würde ich sagen, denn ich kann die Gruppe sofort angreifen und damit den gesamten Verlauf des Spiels verändern. Das ist keine normale Invasion, sondern hier geht es wirklich ums Eingemachte. Er muss schneiden, ich gebe Atari. Damit ist die Gruppe gesplittet. Wenn er verbindet, verbinde ich auch. Und dann hat er zwei schwache Gruppen. Ich glaube, das war dieses Ding. Das war einfach zu weit. Sangen Biraki in der Situation war sehr weit. Und wenn jetzt noch dieser Stein dazukommt, muss Weiß einfach damit rechnen, dass hier eine Invasion kommt. Lasse ich selbstverständlich nicht zu. Ja, das ist wirklich ziemlich klassisch, was hier läuft. Weiß kann sofort Leben bauen mit diesem Zug B18. Den würde ich ignorieren und würde rausgehen. Dann kann Weiß fangen. Hier entschließt sich jetzt Weiß für den Gegenangriff. Das ist auch in Ordnung. Ich überlege, ich mache, glaube ich, nochmal das. Ärgerlich für Weiß ist nur, dass die Position jetzt hier wirklich sehr sicher ist. Also hier kommt Weiß nicht ohne weiteres rein. Und die schwächeln natürlich jetzt diese drei Steine hier. Okay. Ich spiele Honey. Jetzt kann natürlich Weiß hier nochmal einsteigen und drohen. Aber der beschützt eben diesen Stein. Okay. Damit lebt Weiß. Ich überlege, ob der noch notwendig ist. Wenn Weiß hier spielt und ich spiele das, kommt dieser unangenehme Schnitt, den will ich nicht. Also spiele ich das noch? Ja, und jetzt hat diese weiße Gruppe ein Riesenproblem. Deswegen war es gut. Das war kein großer Zug hier, diese Invasion, sondern ein sogenannter dringender Zug. Dringend sind Züge normalerweise in zwei Kategorien. Auf der einen Seite, wenn es taktisch notwendig ist, weil entweder eine eigene Gruppe verteidigt werden muss oder der Gegner angegriffen werden muss. Und strategisch, wenn man Punkte besetzen kann, die wichtig für die weitere Entwicklung sind. Beispielsweise den Verbindungspunkt zwischen zwei Mojos. Das sind dann immer wichtige, strategisch einflussreiche Punkte. So, hier spiele ich diese Drohung, hier durchzustoßen, die gleich zwei Aufgaben
erfüllt, dass sie nämlich auf der anderen Seite auch verhindert, dass Weiß hier einfach unten durchläuft. Also wenn Weiß jetzt hier setzt, würde ich H-nicht spielen. Wenn Weiß das macht, spiele ich das, fange den. Und wenn Weiß dann hier zwischen geht, würde ich mit Atari rausdrücken. Ich überlege aber, ob das jetzt überhaupt die beste Option ist. Mal wirklich angenommen, ich spiele jetzt hier L14. Weiß geht unten durch. Ich spiele Hane. Er schneidet. Ich spiele Atari. Und er geht rein und ich gehe hier hin. Ich glaube, dann stehe ich immer noch besser da, ja. Kann mich verrechnen. Ist möglich. Darf ich nicht vergessen, dass Weiß hier noch einen Drohzug hat. Schauen wir uns das mal an. Also als Weißer würde ich auf jeden Fall erstmal den spielen. Der zwingt Schwarz zum Schließen. Und dann wäre zu überlegen, ob man die Schwarzen nicht hier trennen kann. Also das ist ja ein Kamer. Okay, er spielt den. Gut. Dann. Läuft die Gruppe jetzt darüber? Und ich meine, ich fange den einfach, oder? Ich will kein schlechtes Agi, also für Schwarz schlechtes Agi in der Gegend behalten, deswegen mache ich den Zug. Der ist ein bisschen umständlich. Auf der anderen Seite habe ich danach auch Entwicklungspotenzial nach hier und dieser Mittelpunkt lacht ja sowieso. Ohnehin denke ich nicht, dass Weiß jetzt so einfach hier sagen kann, ach, das wird schon gut gehen. Ich denke, Weiß muss sich hier nochmal kümmern. Und das war eine Folge davon, dass er eben zugelassen hat, dass Schwarz die ganze Gänge hier trennt. Für die Gruppe nur kleines Leben. 1, 2, 3 Punkte im Moment. Wenn er hier rüber geht, sind es ein paar mehr, aber das steht in keinem Verhältnis. Wenn man jetzt dagegen rechnet, welche Angriffsmöglichkeiten Schwarz auf der anderen Seite bekommt. Ja, den kann er machen. Angenommen, er geht hier rüber. Ich verbinde. Er geht unten durch. Nee. Ist nichts. Das Einzige, was jetzt noch für Weiß Möglichkeiten bietet, ist das. Gehe ich davor? Gehe ich dahin, ist klar. Und verbinde. Die Gruppe ist immer noch nicht am Leben. Also sie braucht noch zumindest diesen Zug. Und dann ist auch das noch fragwürdig. Also, schwierige Situation für Weiß. Okay, er entscheidet sich, da rauszugehen. Gut, dann nehmen wir jetzt diesen Punkt. Der ist deshalb wichtig, weil er zum einen von der Ecke eine Ausdehnung darstellt und von der Ecke eine Ausdehnung. Also doppelte Signifikanz. Groß für beide Seiten. Außerdem hat er schöne Folgezüge für Schwarz, nämlich beispielsweise
Niken Wiraki auf R7. Oder man könnte sogar überlegen, ob man eine Sun-Sun-Invasion startet oder hier anlegt bei R4. Im Grunde muss sich jetzt Weiß entscheiden, ob er die Ecke haben will. Ja, was wären gute Züge für Weiß? Im Grunde kann Weiß ja nicht ignorieren, was hier oben gerade passiert. Das wird ja riesig. Ich denke, dann spiele ich diesen O-Gamer, mache damit Profit hier. Ja, und jetzt, ich sehe hier keine Möglichkeit, ohne weiteres eine Invasion zu starten. Also. Wenn mein Gegner hier ein Zauberer ist, dann macht er hier schon nochmal was draus. Aber ja, okay, er spielt das, er spielt konventionell. Gut, Möglichkeiten bestehen, mein eigenes Gebiet hier zu erweitern. Aber ich glaube, noch besser sind sie sogar hier. Dann würde Weiß hier spielen. Würde ja gleichzeitig das Mojo von Schwarz beschränken und das von Weiß vergrößern. Deswegen scheint mir das eine gute Variante zu sein. Und das ist etwas Grundsätzliches. Das ist nämlich so ein Punkt von strategischem Einfluss, der, obwohl er lokal gesehen klein ist, ist er global gesehen ein wichtiger Zug. Also dringend, ein dringender Zug. Hat auch wichtige und gute Follow-ups. Für Schwarz beispielsweise wäre jetzt ein Tobi wunderbar. Stellen wir uns das vor, Schwarz springt hier rein. Das droht ja gleichzeitig hier wieder runter zu gehen, Weiß zusammen zu pressen. Das heißt, Weiß kann den im Grunde nicht weglassen. Weiß muss jetzt was tun. Entweder Kämmer, ja, genau. Und für Schwarz ist das natürlich eine fantastische Sache. Baut sein Mojo aus. Natürlich kann man jetzt sagen, die Sorge ist, kann das nachher vielleicht durch eine Invasion wieder zerstört werden, während Weiß hier auf der anderen Seite quasi sicheres Gebiet macht. Das ist so. Das muss man nervlich einfach dann aushalten. Okay, schauen wir uns das an. Wie würde eine Trennung hier ablaufen? Die würde zugunsten von Schwarz laufen. Wie sieht es mit einem Netz? Na, ich überlege, ob er ein Netz hätte spielen können. Also wenn mich Weiß hier rausdrückt, stehen die Chancen gut, dass Schwarz irgendwann entweder nach links oder nach rechts verbindet. Ich meine, hier steht ja schon ein Anschlussstein. Und wir wissen ja, dass diese Gruppe noch nicht lebt. Also gut, er hat diesen Zug, der droht, die zu trennen. Und wenn dann Schwarz danach hier spielt, hat er einen Punkt Gothe. Was ist, wenn er, also ein Auge Gothe, was ist, wenn er zuerst das macht? Jetzt entschließt er sich dazu. Korrekt, aber damit sind die beiden Geschichte. Und das ist wirklich gigantisch hier. Also, ja, vielleicht findet er hier noch eine Möglichkeit, sich rauszuschmuggeln.
Ich kann mir nicht vorstellen, dass das ein 14. Q ist. Er spielt sehr konzentriert, finde ich. Ist das dringend? Nee. Ich glaube. Ich glaube, der hier ist größer. Er schützt nämlich die Connection hier und reduziert gleichzeitig weißes Gebiet. Gehen wir mal weiter. Und hier kommt man noch durch. Das ist sicherlich sehr unangenehm. Den kann er wohl schlecht machen, oder? Dann gibt es ja hier ein Doppel-Atari. Bin nicht sicher. Das droht ja die gesamte Gang hier abzuschneiden. Ne, also jetzt hat das, also er hat wirklich gut gespielt, aber jetzt hat er den Anschluss verpasst. Das ist too much. Das kann er nicht machen. Das ist crazy. Klar, er kriegt die zurück. Zugeben. Wunderbar. Aber damit verliert er sein gesamtes Gebiet hier. So, wie weit gehen wir? Wir gehen noch ein Stück weiter. Und ich glaube, dann machen wir das. Einfach verbinden oder rausnehmen. What? Nochmal fragen. Lass ihn den zurücknehmen.
Das wäre schade. Er kann jetzt Co spielen, denke ich. Oder so. Ja. Es bleibt ja eigentlich nur noch wirklich der Versuch einer Invasion hier oben. Ich glaube, selbst dann. Ich meine, dieses Gebiet hier unten, das ist ja anständig, ist ja okay. Aber es ist im Grunde genommen das einzige Gebiet, das von Weiß wirklich in Besitz genommen wurde. Was passiert, wenn er schneidet? Tam. Kann er natürlich machen. Er schneidet. Oder er schneidet hier. Ich gebe Atari. Er verbindet. Aber dann würde ich die drei fangen, glaube ich. Ja, und die Aussichten hier reinzukommen sind nicht überwältigend. Und hier oben, ich finde immer noch, dass diese Invasion eine Möglichkeit darstellt. Wenn jetzt Schwarz hier runter geht, naja, könnte Weiß drohen, hier rüber zu gehen. Das ist, ich weiß nicht, wie kraftvoll so eine Invasion noch dann ist, aber eine Möglichkeit wäre es. So, hier möchte ich einfach nicht, dass dieser Stein so schnell ins Atari kommt. Hier lauert eine Rückschlagfalle, oder? Also ich glaube, den Zug sollte ich irgendwann nochmal machen hier. R16. Sollte ich verbinden? Ja, wahrscheinlich.
Was bleibt dann noch? Hier gibt es noch was. Ja, das war wirklich eine strategisch fragwürdige Entscheidung, hier rüber zu verbinden und Schwarz hier reinzulassen. Klar, er kriegt die paar Steine hier zurück, aber dafür beschädigt er das gesamte Gebiet hier. Das wird dadurch viel kleiner. Nicht so gut. Er hat ein paar Vorhandsätze. B18, B2. Er kann hier noch drücken. Aber selbst wenn wir uns vorstellen, dass dieses Gebiet jetzt hier auf die ersten drei Linien beschränkt wird, also wenn es wirklich nur das ist, selbst dann ist es noch gewaltig. Und es sieht im Moment noch nicht mal danach aus, dass das so ist, denn ich kann jetzt den Zug machen und zurückverbinden. Ja, und das wird einfach zu groß. Bei der Geschichte muss er halt auch ein bisschen aufpassen, oder? Der ist Sente, weil Weiß hier reagieren muss. Und was passiert dann mit dem? Schauen wir uns das mal an. Weiß muss reagieren. Angriff. Er kann nur oben lang verbinden. Wenn ich hier gehe, hingehe. Naja, ich bin nicht sicher, ob das so eine gute Konstruktion hier ist. Wenn er den nicht verlieren will, okay, er macht den. Okay, er macht das. Gut. Wahrscheinlich ist es besser, ihn den nehmen zu lassen und dann den Zug zu spielen. Genau. Ja, und weil das dann später ein Angriffsziel werden könnte, glaube ich, sollten wir gleich das machen. Ist der richtig? Muss er jetzt hier spielen? Okay. Gut, dann. Okay, ich mach den. Ich mach den, ich mach den. Ich will nicht, dass da hinten irgendwas passiert. Der oder der. Ja, ich mach den. Geh hier einmal mit. Einfach nur, um diesen Stein ein Stück zu stärken. Und
Der sieht aber auch doof aus. Ich mach mal das. Und jetzt das. Ja, verstehe ich. Ja, ich will nicht, dass die sich verbinden. Machen wir hinten Ruhe. Bringen wir Ruhe rein. Wahrscheinlich noch machen. Und der hat Auswirkungen zumindest auf die Gruppe, würde ich sagen. Denn danach ist das ein Atari. Ja, aber ich finde insgesamt wirklich eine recht angenehme Partie. Okay, dann ist das erst nochmal wichtig. Und jetzt sage ich hier. Mein Gegner da reingeht, kann ich ihn auch mit einer Treppe fangen. Ich glaube, jetzt gibt es nicht mehr so viel. Ja. Das ändert, glaube ich, nichts, wenn ich hier reingehe. Den finde ich ganz gut. Ich weiß nicht, muss ich hier noch was machen? Es gibt hier eine kleine Lücke, aber Weiß wird doch hier nicht versuchen reinzugehen, oder doch? Also ich kann ja den noch. Ich weiß es nicht. Ich sag mal, passen. Mein Gegner passt. Und damit sind wir ready. Ja, 51 Punkte.
Sag mal Dankeschön. Schauen wir gleich mal in die Partie rein. Gut, der Anfang. Wie gesagt, der nicht direkt ein Fehler. Mir persönlich passt A besser. Aber okay. Dann kommt dieser Ablauf. Okay. Der ist in Ordnung, würde ich sagen, aber er hat zwei kleine Mängel. Erstens ist er tief, er ist auf der dritten Linie und zweitens ist er ein bisschen weit weg. Er hat hier 1, 2, 3 Punkte dazwischen und die 2, da kann sich Schwarz sehr gut reinsetzen. Noch nicht sofort, aber nach dem Zug ist das natürlich eine Schwäche. Also ich hätte mir vorgestellt, wie sollte jetzt Schwarz weiß darauf reagieren? Beispielsweise, das wäre natürlich doof. Aber das ist doof, eine wirklich gute Erwiderung darauf zu finden. Ich glaube, dieses Joseki ist deshalb auch nicht mehr so ganz in Mode. Sowas vielleicht. Sieht doof aus hier lokal, aber das hängt einfach damit zusammen, dass der nicht gut war. So einfach ist das. Okay. Weiß ignoriert das. Dann kommt die Attacke. Trennung. Und das ist eine Last, von der sich dann Weiß die ganze Partie über nicht wiederholt. Was er gut macht, er bringt die zum Leben, aber klein, nur ein paar Punkte. Und jetzt wird das gigantisch hier. Auch ein bisschen flach, aber okay. Jetzt kommen diese wichtigen strategischen Punkte. Trennung. Ich habe überlegt, was wäre damit? Angenommen, er macht das und das. Ah, hier entstehen halt überall Doppeldrohungen. Und trotzdem hätte es geklappt. Also jedenfalls bei der Variante. Was wäre so gewesen? Auch. Also er hätte scheinbar, wenn ich mich nicht täusche, die ganze Kiste mit einem Netz fangen können. Hat er nicht gesehen, ich allerdings auch nicht, sonst hätte ich den ja nicht gemacht. Aber ich dachte sofort, oh, was ist denn, wenn jetzt Weiß das Geta spielt? Hat er aber nicht gesehen. Okay, fein. Ja, jetzt sind die beiden gefangen. Und also wenn man sich einfach ausrechnet, das allein ist ja schon ein Großteil von dem. Und dann hat Schwarz noch all das. Also das kann Weiß im Grunde nicht mehr rausholen. Dann diese Lücke hier, Auge des Elefanten. Normalerweise reagiert man mit zwei Zügen darauf, Kämer von dem einen oder Kämer von dem anderen. Also von ihm wäre B das Kämer und von C wäre D das Kämer. Oder der Kämer. Der führt automatisch dazu, dass sich Schwarz da durchbohrt. Es entstehen Schnittpunkte und auch wenn ich die sicherlich nicht optimal ausgenutzt habe, am Ende war es für Weiß ein Desaster. Ja, und also schon das sollte Weiß nicht zulassen, aber das war jetzt die völlige Katastrophe.
Dann ging es hier weiter. Das ganze Ding ist nicht zu retten. Ich habe überlegt, wenn Weiß das spielt, würde das nicht klappen, weil Weiß kann zuerst also den Schwarzen fangen. Dann gab es hier so ein kleines Scharmützel. Alles nichts Gravierendes. Ja, und zum Schluss wurden nur noch die Ecken gesichert. Ach, an meinem Endspiel muss ich auch unbedingt mal arbeiten. Das ist alles noch sehr roh und rudimentär. Aber gut. Hat gereicht. Ja, also die Partie hat mir gut gefallen. Vor allen Dingen, weil ich fand, dass mein 14Q-Gegner wirklich vernünftig gespielt hat. Die Sachen, die ihm unterlaufen sind, okay, das sind die Schwächen eines 14Q, vollkommen okay. Aber er spielt nicht irgendwelche Fantasiezüge, bildet sich ein, dass ihm das ganze Brett gehört. Alles sehr begründet, sehr ruhig, sehr konzentriert. Hat mir gut gefallen. Ich hoffe, ihr habt auch ein bisschen was entnehmen können aus der Partie. Wenn ihr Lust habt, mit mir Go zu üben, Go zu trainieren, schreibt mir an diese Adresse. Ansonsten sehen wir uns im nächsten Go-Video wieder. Lasst gerne einen Daumen hoch und ein Abo da. Wir sehen uns. Macht's gut. Bye bye.